Was geht YouTube und herzlich willkommen zur nächsten Episode hier im Road to Commander. Ich habe heute mal Bock auf so ein bisschen Party-Games. Also zum Beispiel hier mal eine Runde Waffenspiel, weil die Lobbys sehen immer so wunderschön aus, Freunde. Jetzt aber nicht irgendwie drei Runden Waffenspiel oder so, sondern eine Runde Waffenspiel, eine Runde Scharfschütze und irgendwie so. Genau. Wir wollen ja das Spiel, wie gesagt, in vollen Zügen genießen. Und deswegen machen wir das. Ja, es wäre natürlich jetzt saulustig, wenn ich das Waffenspiel nicht gewinnen würde. Ich glaube, es wäre auch das erste Mal, dass ich in Black Ops 2 ein Waffenspiel nicht gewinne. In BO3 ist es schon hin und wieder mal passiert. In BO2, also mit der Lobby. Stellt euch mal bitte vor, jetzt stellt euch bitte vor, diese Lobby, diese Leute könnte man einfach mal mitnehmen in eine Runde Multiteam-Stellung. Und ich schwöre euch, ich mache hier die Solo-Triple für euch. Wirklich jetzt, das wäre das Allerkrasseste. Wenn ich hier nochmal auf eine Solo-Triple schwitzen könnte oder so, Mann. Das wäre so der geilste Abschluss für BO3. BO3 wahrscheinlich, oder? BO2, alles klar, Digga. Bruder muss los. Okay, so. Geht los mit der B23R hier. Oh, ich liebe in diesem Spiel Waffenspiel so sehr, Mann. Es macht so Spaß. So, come on. Digga, er rennt um die ganze Map. Eigentlich ist es auch schlau, das Haus hier, weil wenn man Shotgun und so bekommt. Na komm, Digga. Du bist aber jetzt nicht hinten rumgelaufen. Mann, Digga! Ja, ich werde vom ersten schon mal komplett zerstört. Oder auch nicht. Ja, Cup 40, das ist ja Heimspiel. Das ist ja easy. Ich habe noch nie einen Cup 40 Killdoor gegen Anton verloren. Wir haben es aber manchmal gemacht. Was ging? Ich konnte einfach nicht verlieren. Das ist so ein Heimspiel. Komm her, Digga. Wohin? Wohin des Weges, Brudi? Kann man den überhaupt anschießen über die Range? Ich weiß es gar nicht. Komm, wir laufen. Oh mein Gott, Diggi. Halsmaul. Der hat eine Shotgun. Achtung, okay, komm. Komm. Easy. Oh, die KSG macht Spaß. Kein Fall. Schaden. Habe ich die nicht wieder zurückgestuft? Nein. Ich wollte gerade noch sagen, kein Fallschaden. Na, wohin? Wohin denn? Hä? Wie, Digga? Och, komm. Wenn ich die Runde nicht gewinne, dann beende ich das Road to Commander. So. Natürlich kennt man noch alle Feuerraten und alle Waffen komplett auswendig, ist ja klar. Hier muss ich ja nur noch mir einen aussuchen, den ich hole. Denn der G-Com, Digga, Legende. Wieso hilft dieses MMS-Dingens eigentlich nicht? Man sieht gar keinen. Seid doch noch mehr One-Shot, bitte. Der schnell macht Fortnite-Kill, Alter. Holt mich so um die Ecke. SMR mit Ad-Shock. Alles klar, juckt ihn nicht. Okay, komm, können nicht nachladen. Okay, er ist hier einfach. Danke. Noch einer, jawohl, komm her. Dankeschön. So. Ist er auch noch hinter mir hier oder ist der woanders? Kann ich gerade nicht einschätzen. Einer kommt. Die laufen alle unten. Das sind echt lustige Typen, Mann. Okay, den haben wir gerade noch so gekriegt. Ja, okay, mit der SVO war es schwierig. Aber ich würde sagen, die Führung sieht auch jetzt schon mal ganz solide aus. Okay, come on. Was? Der war safe drauf. Hinter mir ist einer. Ja, ich habe ihn gehört, aber ich dachte mir so scheiß drauf. Zum Glück hat er mich nicht gemessert, Alter. Da hatte ich ja jetzt überhaupt keine Lust drauf. Ach, wieso schieße ich nicht? Ich zoome, Alter. Okay, dann haben wir den jetzt safe. Ja, ich wollte gerade sagen, als ob der da nicht gespawnt ist. Ah, mit der Waffe ist immer gar nicht so einfach. Okay. Aber Mann, gib mir noch mal einmal so einen safen Kill. Okay, komm. Hau rein, Digga. Das geht ja im BO4 nicht. Deswegen mag ich das Waffenspiel im BO4 nicht. Weil du da zweimal treffen musst. Wie realistisch ist das denn, Alter? Du schießt mit einem Raketenwerfer auf jemanden. Du brauchst zwei Treffer wahrscheinlich, oder? Übrigens ist dieser Raketenwerfer hier so viel geiler als Smaw. Ja, Digga, okay. Ja, jetzt kommt hier der Crossbow. Tomb Raider, Alter. Hätte ich mal lieber weiter reingezoomt. Okay. Ui. Was? Gute Connection, der Dude. Lad nach. Was? Digga. Ich kann nichts machen, Mann. Die laggen so heftig. Digga. Ey, man kann nicht treffen bei dieser Connection, Mann. Seht ihr das? Das ist ja wirklich heftig, Mann. Come on. Okay, der Typ ist AFK, wenn ich Glück habe. Das wäre natürlich zu edel. Ah ja, das so lobe ich mir das. Und jetzt erstmal schön dem Typen noch einen Trickshot geben. Yo! Lecker!
Okay, nice. Haben wir gewonnen, die Runde? Wie ist der Score? 20-6. Na gut. Auf jeden Fall war es ein Win. Also darf ich als Road to Commander weitermachen. Ich wollte ihn unbedingt haben, Mann. Ein bisschen höher muss man damit zielen. Na, einen kleinen C habe ich da getroffen, immerhin. Sehr schön. Aber hat gereicht. Das ist ja das Wichtigste. Krass, ist ja aber jeder in so einer Lobby immer Kills. Mann, was wäre so die geilste Multiteam-Lobby, Alter? Ich würde so abfeiern. So abfeiern, Leute. Das glaubt ihr ehrlich nicht. Okay. Jetzt haben wir das gespielt. Jetzt spielen wir eine Runde. Oder wollen wir. Komm, wir könnten. Schaffen wir alle einmal? Ja, ich glaube, alle einmal durchschaffen wir sogar. Einen im Lauf habe ich echt wirklich selten gespielt. Da kann sogar sein, dass ich verliere. Da kommt es tatsächlich ein bisschen auf Aim, glaube ich, an. Hier, Debuti, der Typ ist auch direkt mitgekommen. Der hat Bock mit mir zusammen. Es gibt hier auch dieses Stock und Stein. Ich glaube, das mag ich nicht. Ich glaube, das war das, was ich nicht so gerne mag. I don't know. Okay, das ist sogar eine Cup 40, Mann. Das ist ein Heimspiel. Ich bin sogar Host. Auf ganz entspannt. Come on. Mit dem Host-Vorteil. Beste. Ach, mir macht dieses Road to Commander einfach Spaß, Leute. Es macht mir einfach Laune, macht's mir. Okay, AFK. Nee. Oh, okay, ist der eliminiert komplett? An dem hat mehrere Leben, glaube ich, ne? Oder hat man. Okay, die haben beide einen Schuss abgefeuert hier. Oh, man muss immer safe treffen hier, das weiß ich. Oh, ich liebe es. Was? Ich wollte gerade sagen, ich liebe die Lauf. Okay, zwei verbleibende Leben nur noch. Ich darf. Viele campen wahrscheinlich hier, oder? Oh. Er hat seinen Schuss abgefeuert. Versucht er mich zu knifen? Ich weiß es nicht. Ich bin hier echt in der. Hätte ich ihn jetzt hier gewallbankt, das wäre zu heftig. Ich bin nicht in der einfachsten Situation hier. Okay, da unten ist einer. Komm, wir versuchen mal unser Glück, würde ich sagen, oder? Komm. Beide eliminiert aber auch aus der Runde. So, wie viele leben noch? Noch drei. Also zwei andere und ich. Ich habe auch noch zwei Leben. Okay. Sieht bisher ganz gut aus. Campen die da beide oder was? Okay, jetzt ist 1v1. Gegen den Typen mit dem Hacker-Emblem. Eins gegen eins, Digga. Das ist schon geil. Komm mal runter. Oh mein Gott, ich hätte schießen können. Nein! Ich Idiot, Digga! Letztes Leben, Mann. Ich hätte schießen. Jetzt hat. Schieß doch, Mann. Schieß doch. Ja, ich muss ihn. Warte, läuft der hier oder hier? Muss gucken. Nein, Digga, er macht so, dass ich ihn nicht holen kann. Wobei doch, ich glaube, wenn ich jetzt 8 Minuten. Wenn ich 8 Minuten überlebe, kann ich, glaube ich, noch gewinnen. Ey, scheiße, Mann. Das Ding ist, ich hab halt eben keine Kugel mehr, Digga. Kommt er rein? Oh mein Gott, Digga. Okay. Ich hatte zwei Chancen, ihn zu holen. Guck mal, Digga, das ist so lustig. Er geht hoch, er geht hoch. Er ist über mir. Hat er keine Kugel mehr? Doch safe, oder nicht? Okay, ich hab ihn. Wie viel Leben hat der wohl noch? Okay, jetzt habe ich auf jeden Fall eine Kugel. Willst du das, diesen Fight hier? Nein, Digga, wie hat er das gedodged? Egal, komm, wir fighten. Er hat geschossen, er hat geschossen, er hat geschossen. Okay. Alles oder nichts, Mann. Mit einem Messerduell. Ich bin Host. Ja, er ist immer noch nicht tot, Digga. Was? Das gibt's doch nicht. Er hat gewonnen. Nee, okay, ich habe gewonnen sogar, weil ich mehr Punkte habe. Aber Digga, das war lustig, man. Das hat Spaß gemacht, muss man sagen. Dass er mich da holt, obwohl ich Host habe, ist krass. Aber war ein nicer Fight, Mann. Pure Nuts. Vielleicht siehst du das Video, ja? Dann war es ein nicer Fight auf jeden Fall. Kriegt man jetzt hier wenigstens auch ein bisschen Erfahrungspunkte oder war es das komplett? Er ist rausgegangen. Lull. Levelt man überhaupt in diesem Modi? Doch, eigentlich schon. Ja, okay, ein bisschen.
So, okay, komm. Jetzt dieses Stock und Stein werde ich nicht spielen, aber Scharfschütze habe ich sogar richtig Bock. Das ist ein richtig geiler Modus, Scharfschütze. Aber sag bitte nicht, dass das. Oh, 18 Leute spielen das. Oh Gott, was ist das für eine kranke Lobby für Scharfschütze? Das gibt's ja nicht. Das ist ja wirklich eine sehr anstrengende Lobby. Eieiei. Na gut. Scoop ist in der Lobby. Ach du Scheiße. Ich hatte, der schläft hier im Schlafzimmer. Ja, aber gegen drei Leute habe ich da jetzt auch keine Lust. Also entweder das füllt sich noch ein bisschen, oder wir spielen noch eine Runde TDM oder so. Wie viel haben wir denn? 10 Minuten erst. Ja, dann müssen wir eigentlich kommen. Ich will nicht gegen drei. Gegen zwei vor allem auch nicht. So, wie viele Leute haben wir hier? 4000 Leute spielen immer in TDM. Oh Mann, wenn dieser Joska kein Hacker wäre, Mann. Egal, vielleicht komme ich ja in sein Team. Komm, wir hoffen einfach mal drauf. Wahrscheinlich freest er mich jetzt einfach. Das würde ja auch theoretisch gehen. Also er würde meine Playsee einfach deaktivieren. Neulich habe ich ja mal ein bisschen BO2 gestreamt. Da kam das dann auch zum Vorschein. Ja, so ist die Teamaufteilung halt scheiße. Komm, ich will Joska im Team. Ich will Joska im Team. Ja, weißt, guck mal, der Tryhard würde niemals im Leben rausgehen, wenn. Guck mal, ey, nein. Oh, die Lobby wäre so Premium. Mann. Joska. Das war ja. Ach, das ist so traurig. Das war ja in der letzten Folge, vielleicht wisst ihr es noch, von gestern. Der Typ hat halt einfach leider eine Klasse mit zu vielen Sachen. Also der hackt halt wirklich, Mann. Aber es wäre so geil jetzt. Ey, diese Lobby ist wirklich geil. Also das ist so eine nice Lobby. Das hätte richtig Premium hier werden können. Oh, okay, der Love My Anne ist auch in meinem Team. Vielleicht fuckt er ja ein bisschen mit ab, diesen Joska. Das wäre natürlich schon richtig geil. Komm, wir packen jetzt mal ein bisschen Elsat-Action aus. Mann, es wäre so Premium. Aber ich wette, wenn der Typ jetzt sofort rausgeht, dieser Love My Anne, dann ist der Typ. Okay, ja, okay. Hackt der auch oder? Mann, Digga, die hacken einfach zusammen Multiteam. Mann, was sind das für Opfer? Ey. Mein Gott. Diese Leute machen das Spiel einfach komplett kaputt. Apokalypto Beast. Digga, das ist so eine Scheiß-Lobby. Das ist so eine Scheiß-Lobby. Ja, ich kriege hier noch nicht ins Team, oder? Ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Mein Leben bestand 2 Jahre lang genau aus dieser Sache, die ich hier gerade mache. Und zwar, ich will ja eigentlich gar nicht so viel. Digga, wer redet 2019 noch über sein PlayStation-Headset? Ich hoffe, ihr hört das gerade. Guck mal, das ist eine TDM-Lobby. Alles klar. Also ich sag euch, dieses Road to Commander wird 30 Folgen safe haben. Einfach allein deswegen. Einfach allein deswegen, Leute. Weil, wie soll man viele Punkte in einer Runde machen? Zumindest Solo wird schwierig. Anton hat leider heute zum Beispiel keine Zeit zum Aufnehmen. Solution hat Bock, aber der weiß nicht, wo BO2 ist. Monte habe ich auch gefragt, aber Monte hat die PS3 gerade nicht aufgebaut. Ja, unlucky. Sonst fallen mir gar keine Leute mehr eigentlich ein. So, Carrier, Herrschaft. Ah, die Lobby fängt gerade an. Komm, da spielen wir einfach mal mit. Ist jetzt auch keine Traumlobby, aber die gibt es eh nicht mehr. Aber egal. Bisschen Elsat-Action auf nass, wie Uwe sagen würde. Machen wir einfach, komm. Gucken wir mal, ob wir hier hinten was abstauben. Ja, die spawnen direkt da hinten. Mein Gott, erstmal mit Elsat-Aim klarkommen, Mann. Ohne Schalldämpfer. Ganz andere Streuung. Er ist der beste Spieler der Welt. Also, ich schwöre euch, ich kannte den Spot nicht. Und ich habe das Spiel studiert. Ich schwöre euch, ich kannte den Spot nicht. Was für ein. Oh mein Gott, ich komme mit dem Aim gar nicht klar. Was für ein legendärer Spot war das bitte gerade? Ohne Scheiß. Nein, 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 nein. Fallschaden. Nein, ich hatte keine Wahl. Ich wäre eh gestorben. Mann, belastend. Ich hoffe halt.
Ich hoffe so krass noch auf so eine Traumlobby, Mann. So eine richtige Traumlobby, Digga. Lol, da ist gar keiner mehr. C4 verschwendet. Verbündeter Blitzschlag, Gott sei Dank. Lol. Hä? What the fuck? Oh mein Gott, ich hab den einen noch geholt. Mann, halt die Junkie-Schlumpfen. Wie alt bist du, Digga? Das ist so eine Lobby. Triple Cap? Mann, ey, so eine Lobby. Das ist so ekelhaft. Wahrscheinlich, oder? Da hinten irgendwo. Geht gleich ein Headglitch. Hab ihn. Da kommt auch gleich ein Headglitch. Ich kenne es auswendig. Ich hab's studiert, Freunde. Jetzt kommt einer von hinten noch. Das Problem ist einfach jetzt zur Zeit. Ich meine, wie gesagt, für euch ist es gut. Ihr habt dann viele Folgen. Aber so level ich halt einfach so Endstation lame, Digga. Ah, ich dachte, ich krieg ihn vielleicht, Mann. J Gamer Pro. Haben die Leute eigentlich gar nicht geübt so über die Zeit? Ich bin immer noch in jeder Lobby Platz 1 in der Liste. Ich check das gar nicht. So, wie hat der Typ das eben gemacht? Ach so, der ist hier, saß er auf der Kiste. Ah, okay. Irgendwie komme ich mit der Elsa mit dem Aiming überhaupt nicht klar. Das sieht schon eher nach was Gutem aus. Der war schnell down. Digga, die Sonne scheint. Der ist down. Ich freue mich schon so, wenn wir die Scar freigeschaltet haben. So. Feindliche Drohne nähert sich auf ganz entspannt. Okay, ist hier einer noch drin? Digga, dieser Typ, ne? Der ist sogar der Beste im Gegnerteam. Der kommt mir irgendwie auch spanisch vor, Alter. Jeder ist Hacker einfach. Ich bin ein richtiger PC-Spieler geworden. Guck mal, wie er da schon wieder rauskommt, schießend. Aber du hast keine Kugelweste, Digga. Das weiß ich auch. Das sagt mir nämlich dein Level. Okay, den habt ihr. Okay, einer läuft hier außen rum. Nein, 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 nein. Teammate, du hast dich falsch entschieden. Mann, das wäre dein Kill gewesen. Du wärst vor mir gewesen. Aber jetzt nehme ich ihn. Guck mal, solche Gegner braucht das Land. Einer ist da, einer ist da hinten. Ich kann gerade nicht challengen. Okay, der Teammate ist tot. Perfekt. Nein! Mein Gott, Digga. Huh. Hinter mir ist der Typ jetzt halt. Okay, Konterdrohne haben wir. So, die spawnen drüben bei C. Er ist nicht so lecker. Oh mein Gott! Okay, so. Okay, wir sind kurz vor Orbi. Noch 34 Sekunden. Ihn in dieser Halbzeit noch zu bekommen, wäre natürlich lecker. Komm, wir versuchen C einzunehmen, komm. Die Frage ist jetzt, wo kommen die Gegner her? Bitte fertig jetzt nicht Rotbildschirm. Okay, nice. Wir machen den Secret Spot. Okay, wir warten jetzt einfach die 10 Sekunden ab. Auf ganz billig. Okay, hier scheint ein Gegner drin zu sitzen. Okay, auf ganz billig warten wir. Okay. So, wir haben immerhin den Orbi. Huh. Button Ende. Wie spät? Wir haben schon wieder 18 Minuten rum. Krass. So, Freunde. Tonight 597. Okay, Halbzeit. Komm, ganz billig. Immer in den Orbi gekriegt. Guck mal, mein Team. Ich würde so gerne, ich würde töten gegen mein Team. Okay, natürlich außer gegen mich. Aber gegen mein Team würde ich so gerne spielen. So, wir laufen jetzt mal auf billig hier lang. Wir haben jetzt ein Orbi raus. Okay, da ist ein Geschütz. Good to know, dann gehen wir hier lang. Hier kommt mir auch einer entgegen. Der hackt 100%. Okay, jetzt ist es sicher. Jetzt ist es zu 100% sicher, dass er hackt. Guck mal, wie er wartet. Ist das ein Scheißwitz, Digga? Ich mein's wirklich jetzt ernst. Also der Level 7er hackt zu 100%. Aber, Digga, das muss man jetzt auch nicht verstehen, dass er, wie er mich da pre-fired. Guck mal, wie der Typ pre-fired hier. Chill doch mal, Dog. Boah, die Waffe ist richtig.
Geil. Die AN wollte ich mich gerade richtig drüber freuen, aufheben, genießen. Ja, auf jeden Fall habe ich hier eine AN mit Schalldämpfer gehört. Okay, dann haben wir. Ja, das war schwierig. Ja, das ist so 25, 11, 3000 EP, wisst ihr? Da levelst du halt auch nicht. Diese geilen Runden. Anton hat früher mal, ich werde das nie vergessen, hat den Impact-Account aufgemacht und hat, glaube ich, innerhalb von 3 Stunden war er, also war er Level 55. Weil du hast damals einfach, konntest du 20.000 EP quasi pro Runde machen. Er wird mich noch snipen, hundertprozentig. Jay Gamer Pro, gib mal her. Ja, Mann, geil. Geil, Digga, die Waffe wollte ich. Nein. Mein Gott. Muss mal aufpassen hier. Jetzt hätte ich ihn auch anders kriegen können. Wo, Digga, Mann? Der B-Flagge, Alter. Oh! Ehre genommen, Digga. Wann kommt der erste Rage? Es war gerade so das Gefühl, also es hat sich schon nach Rage angefühlt, gerade, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist auch diese Teamaufteilung ist ja auch wirklich der lächerlichste Scheiß der Welt. Also wirklich gegen mein Team würde ich ja Geld bezahlen, gegen das Team einmal spielen zu können. Ohne Scheiß. Okay, Leute, wir sehen uns dann morgen in der nächsten Episode. Haut rein bis dahin und ciao, ciao. Lasst ein Like da.